Erste große Fahrt von U-36, eines der modernsten U-Boote der Welt im Dichtigkeitstest. Früher Morgen in einer Kieler Werft. Die Besatzung des Unterseebootes U-36 macht sich bereit zum Auslaufen. Es ist das erste Mal, dass das U-Boot in großen Tiefen getestet wird und vor allem, ob es auch dicht hält. Wir dürfen mit an Bord. 3 Tage wird das Boot unterwegs sein, von Kiel aus über die Ostsee und den Skagerrak nach Norwegen. Ziel ist Kristiansand. Für den Kommandanten und seine Besatzung ist diese Prüfung eine der wichtigsten überhaupt. U-36 gehört zur Klasse 212 Alpha und ist eines von 6 Booten der deutschen Marine. Die Einsatzerfahrungen der Vorgängermodelle sind in die Entwicklung des neuen Bootes mit eingeflossen und so ist U-36 das modernste konventionelle U-Boot der Welt. Ausgestattet mit viel Hightech und den neuesten Sonar- und Kommunikationsmitteln wird das Boot in Zukunft weltweit eingesetzt. Es ist in der Lage, wochenlang unerkannt Seegebiete zu überwachen oder verdeckt zu operieren. Angetrieben wird U-36 aus einer Kombination von Diesel- und Elektroantrieb. Also über Wasser ist es eigentlich so, dass der Dieselmotor läuft, der treibt einen Generator an und speist die Energie in eine Batterie. Und unter Wasser haben wir halt die Möglichkeit, zusätzlich zur Batterie noch die Brennstoffzelle zuzuschalten und daraus Energie zu ziehen. Dieser weltweit einmalige Hybridantrieb hat große taktische Vorteile. Er ist leise und wird durch reduzierte Wärmestrahlung schwerer aufgeklärt. Die umweltschonende Brennstoffzelle von U-36 erzeugt mit Hilfe von Sauerstoff und Wasserstoff elektrische Energie. Plötzlich Anspannung in der Zentrale des U-Bootes. Feuer an Bord. Der Brandabwehrtrupp reagiert sofort, um den Brand zu löschen. Dies ist zum Glück nur eine Übung, aber diese muss immer wieder durchgeführt werden, damit im Ernstfall alle schnell reagieren. Der Rumpf von U-36 besteht aus einem riesigen, über 50 Meter langen Druckkörper, der beim Tauchen extrem belastet wird. Um einen möglichen Herstellerfehler auszuschließen, werden gezielt Tests durchgeführt. Jetzt sind wir also hier in der Tiefwassererprobung, in dem Funktionsnachweis Tiefwasser befinden wir uns. Wir haben hier an Bord mehr als 300 Druckkörperdurchbrechungen, die einzeln bei den jeweiligen Prüfungen überprüft werden müssen. Und danach kann das Boot für die jeweilige Tiefe freigegeben werden. Bevor der Test stattfindet, müssen wir von Bord gehen. Aus Sicherheitsgründen dürfen während des Testtauchgangs nur so wenige Personen wie nötig an Bord sein. Wir setzen daher über auf das Begleitschiff, der Helmsand aus Eckernförde. Es gehört zur Wehrtechnischen Dienststelle 71 und begleitet das U-Boot während der gesamten Erprobungsfahrt. Eigens für die Dichtigkeitsprüfung sind zusätzlich 2 Taucher und eine Taucherärztin dabei, um im Notfall schnell reagieren zu können. Am Abend erreichen wir das Übungsgebiet im Skagerrak, südlich von Norwegen. Noch in der Nacht beginnt der Test für das U-Boot. In Schritten von jeweils 50 Metern nähert sich U-36 seiner Betriebstauchtiefe von 250 Metern. Während des Tauchens hält die Helmsand Kontakt zum U-Boot. Bis in die Morgenstunden hat die Dichtigkeitsprüfung gedauert. Das Boot ist bis auf 250 Meter getaucht und hielt dicht. Wir erreichen das Ziel der Helmsand und von U-36, das norwegische Kristiansand. Die U-Boote der Klasse 212 Alpha sind Unikate. Die Erprobung eines solchen hochkomplexen Waffensystems braucht daher viel Zeit und eine erfahrene Besatzung. Der Kommandant zieht eine positive Zwischenbilanz. Wir haben den Dichtigkeitsnachweis erfolgreich hinter uns gebracht, sehr zügig hinter uns gebracht. Und auch die 2. Aufgabe ist erfüllt, das Boot ist sicher in Norwegen angekommen. Bis Mitte des Jahres wird das neue U-Boot der Marine hier weiter getestet, bevor es voraussichtlich Ende des Jahres endgültig der Marine übergeben werden kann.